Der aus dem Jahre 1955 stammende Filmklassiker Drei Männer im Schnee von Erich Kästner mit unvergesslichen Schauspielgrößen wie Paul Dahlke einmal ganz anders als Hörtheater. Dabei kommt auf die Akteure eine große Aufgabe zu, denn sie müssen die Handlungen und Emotionen allein mit ihrer Sprache, Mimik und Gestik erzeugen. Frau Kunkel und Herr Kesselhut, leisten Sie mir und meiner Tochter doch noch Gesellschaft und trinken ein Tässchen Kaffee mit uns. Ich muss euch allen etwas erzählen. Ich habe mich nämlich am Preisausschreiben meiner eigenen Putzplankwerke beteiligt und den zweiten Preis gewonnen. So nimmt die schwungvolle Verwechslungskomödie ihren Lauf und zieht auch als Hörtheater die Zuschauer sofort in ihren Bann. Die Idee entstand im Rahmen des Lea Leseklub. Das ist ein Kulturangebot für Menschen mit und ohne Behinderung. Das mache ich für die Lebenshilfe Heinsberg. Und da hatten wir ein Stück, und zwar war das Romeo und Julia in leichter Sprache. Und das war dialogisch aufgebaut und das empfahl sich quasi dazu, mit mehreren Rollen gesprochen zu werden. Das haben wir dann einmal ausprobiert. Klappte sehr gut, hatten ein paar Aufführungen damit. Und weil das so gut ankam, haben wir beschlossen, wir machen das weiter. Dann kam uns die dumme Idee, das mit Drei Männern im Schnee zu machen, was auch ein sehr schönes Stück ist. Und da sind wir jetzt dran mit. Und so haben sich 8 Journalisten, Autoren und Hörbuchsprecher zu dieser Art des Theaters zusammengefunden. Das auch noch eine weitere Besonderheit hat. Denn in ihre Auftritte binden die Akteure auch Zuschauer mit ein, wie beispielsweise Sandra Klein. Drei Männer im Schnee. Herzlich willkommen in der Bibliothek. Mal sehen, was heute Abend noch so geht. Ja, gut. Hören Sie, morgen trifft der Preisträger der Putzblankwerke bei Ihnen ein. Dieser Gast tritt als armer Mann auf, obwohl er Millionär ist. Er will die Menschen studieren. Also, Sie müssen ihn behandeln wie einen armen Mann. Und trotzdem so, wie er es gewöhnt ist. Unser Hörtheater hat ja auch den Anspruch an das Inklusive in dem ganzen Thema. Und unsere Geschichten sind natürlich in einfacher Sprache für Menschen mit und ohne Behinderung. Und unser Anspruch ist auch, dass wir unter anderem aus der Lebenshilfe oder anderen Einrichtungen Bewohner oder Klienten, die gerne möchten, daran teilhaben, kleine Parts übernehmen, etwas lesen, ja, und sich sozusagen für diese Sache begeistern und dass wir sie für die Sache begeistern können. Dass sie mit ihrer Aufführung die Zuschauer begeistern, steht außer Frage. Doch was genau ist jetzt eigentlich ein Hörtheater? Hörtheater ist eine Mischung aus Live-Hörspiel und, ich sag mal, einfachem Vorlesen, aber eben nicht einfaches Vorlesen, sondern ist schon ein bisschen mehr. Und deswegen eben auch diese Mischung. Das heißt, wir spielen ein bisschen dabei, aber nicht wie auf einer Theaterbühne, aber eben ein bisschen. Und dadurch entsteht da in den Köpfen der Leute ein Kino im Kopf, was es bewirkt, dass wir eine Welt entstehen lassen, die sehr großen Spaß macht. Und ich denke mal, uns wird es heute auch wieder Spaß machen. Konstanze, Freifrau von Hückeswagen Brocklerbeck. Ach ja. Ja. Nein. Bitte? Mit Verlaub, Gräfin, Sie existieren nicht. Bitte? Spaß macht es vor allem auch Julia Weber, die diesmal die Gastrolle als Sprecherin übernehmen darf. Das Angebot, dass man hier in der Bibliothek dann spontan bei den Männern im Schnee mitmachen kann, habe ich mir gedacht, das ist doch die Gelegenheit, mal Hörspiel zu machen, mitzumachen bei so einer Gelegenheit. Ja, das habe ich jetzt gemacht und es hat echt Spaß gemacht. Es lohnt sich. Kasimir braucht noch einen Hut. Morgen besorge ich in der Küche einen Marmeladeneimer, den setzen wir ihm dann auf. Kasimir ist der schönste Mensch, den es gibt. Kein Wunder, er hat ja auch 3 Väter. Gute Nacht, Kasimir! Gute Nacht, meine Herren! Schön, das noch zu hören. Was sagst du, meine Olle? Nee, die Jont, die Dolle. Mach dir die Sause. Aber jetzt ist erstmal Pause. Der Kurt Lehmkuhl macht ja einen, schon seit einigen Jahren, Schreibkurse bei der Volkshochschule. Und über einen dieser Schreibkurse, an dem meine Frau teilgenommen hat, bin ich dann auch mal im vergangenen Semester mal mit dazu gestoßen und habe das gemacht. Und dann hat er das mal so angeboten, wer Lust hätte, der könnte da so eine kleine Gastrolle dann mitnehmen. Und wenn mich das reizt, dann habe ich gesagt, das macht schon Spaß, das würde ich mal gerne ausprobieren. Die Akteure auf der Bühne müssen sich dabei aber einer ganz besonderen Herausforderung stellen.
Ja, die Herausforderung besteht natürlich darin, dass wir hier allein mit Worten versuchen, bei den Leuten Fantasie zu erwecken. Und wenn wir dann um 8 oder sogar heute mit einer Spielerin, 9 Leute auf der Bühne sind, müssen wir natürlich auch gucken, dass unsere Interaktion passt und stimmt mit Gestik und mit Mimik. Und bei den Leuten dann halt wirklich den Eindruck erwecken, wir sind hier in den Alpen und bauen einen Schneemann beispielsweise oder sitzen in der Bar und trinken uns mit Cognac voll. Und das gelingt den Protagonisten äußerst erfolgreich. Keiner war der zu sein scheint. Und ich, Kamel, habe alles geklaut. Ich bin sehr froh, dass Sie nicht die Tante sind. Ich habe schon einen Freund, der mein Schwiegervater wird. Und meine kommende Frau ist die Tochter meines Freundes. Und mein Freund ist mein Chef. Bei so viel Erfolg wird man diese ganz besondere Version von Drei Männer im Schnee bestimmt noch häufiger bewundern können. Guten Tag, Herr Tiedemann. Ja, wegen des Hotels. Nun? Was? Ich kann das Hotel nicht kaufen? Zu keinem Preis? Ja, warum denn nicht? Nun sag schon, warum kannst du das Hotel nicht kaufen? Weil es mir schon längst gehört. Nein! Doch! Oh!